wenn ich jetzt hier eh schon am Haiwanpass so entlang rolle und die Aussicht genieße, dann kann man ja mal einen Vergleich ziehen zwischen dem Doi Sa Thep in Chiang Mai, Thailand und hier dem Haiwanpass in Da Nang, Vietnam. Vor- und Nachteile. Also vom Fahrgefühl her ist mir der Haiwanpass hier lieber, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht so viel Verkehr wie am Doi Sa Thep. Hier fahren größtenteils nur Roller hoch. Und am Doi Sa Thep, da sind halt diese ganzen Sammeltaxis, diese roten. Und ja, manche LKWs und was weiß ich. Da fährt halt sehr viel Gedöns hoch, weil oben halt der Tempel ist. Das ist eine Touristenattraktion. Und da werden halt die ganzen Touris hochgekarrt. Und das hat man halt hier nicht. Hier auf dem Pass, da stehen ein paar Buden rum. Und so ein Aussichtsplateau. Und ja, und dieses eine Vor oder was es da sein soll, auf der rechten Seite. Aber es ist jetzt nichts, wo sich die Touris drum reißen und unbedingt da hoch wollen deswegen. Von daher ist halt hier recht ruhig und lässt sich angenehm fahren. Die Steigung ist ziemlich konstant. Wir sind jetzt bei 5-6%. Also sind selten mal 10-11%, vielleicht einmal in irgendeiner Kurve, aber so ist er ziemlich gleichmäßig. Und der Doi Sa Thep, der hat halt schon seine wilden Stellen, wie direkt im Schuh. Wo es halt doch einmal ein bisschen steiler wird. Dann hat er mal wieder eine völlige Flachpassage mit so einer Senke sogar. Da wird ein schöner Blick. Und ganz am Ende, so die letzten, was sind das, 500 Meter oder so, zum Tempel hin, da hat er halt durchgehend 13-14%, 15, richtig steiles Ding. Gut, den kann man dann auch weiterfahren, Doi Sa Thep. Man hat dann 680 Höhenmeter, glaube ich. Oder 650, keine Ahnung. Man kann ja da locker über 1000 noch sammeln. Aber auch der weitere Weg dann nach oben ist halt auch bepflastert mit Sammeltaxen und Touris, weil da kommt dann der Bubing Palace. Und den wollen natürlich auch viele besuchen. Da ist daneben dran noch so ein Dörfchen mit lauter Verkaufsständen. Also sehr touristisch dort, das ist hier nicht. Da hast du ziemlich deine Ruhe. Vorteil Doi Sa Thep ist, er liegt halt direkt vor der Haustür von Chiang Mai. Du fährst zur Stadtgrenze zum Zoo, wenn der Anstieg beginnt. Hier musst du 20 Kilometer rausfahren. Aber dafür hast du deine Ruhe halbwegs. Und die Aussichten sind halt schöner hier. Du hast halt ständig die Blicke aufs Meer, dann auf die Küste, auf die Strände, auf die Inseln. Und das hast du halt beim Doi Sa Thep nicht. Da ist eigentlich in Sachen Aussicht nicht viel geboten. Ab und zu kommt mal so eine Plattform. Da kann man dann runter auf Chiang Mai gucken, aber das war es dann auch schon. Also aussichtstechnisch ist es hier auf jeden Fall schöner, verkehrstechnisch ist es schöner. Er ist gleichmäßiger, aber er ist ein bisschen kürzer, also weniger Höhenmeter und der ist nicht so lange. Was hat man jetzt da? Ich weiß nicht, müsst ihr jetzt nachgucken, ich blende es ein. Auf jeden Fall hat er so 500 Höhenmeter. Der Doi Sa Thep hat 680 auf 10,8 Kilometer. Macht den Schnittern halt auch bloß so 6% oder so. Aber darf man sich natürlich nicht täuschen lassen, weil der halt seine steilen Stellen hat und dann wird er seine flachen. Das ist halt nur der geradigte Durchschnitt. Hier ist eigentlich ziemlich konstant die ganze Zeit. Und die Länge war jetzt gerade 7 Kilometer 8, wenn überhaupt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber er ist nicht allzu lang. Also ich habe jetzt gestern 35 Minuten ungefähr gebraucht. Und Doi
großer Tab. Ja, da brauchst du schon, wenn du gemütlich fährst, 40, 45 Minuten als Normalo. Ja, die Straße ist hier eigentlich immer nur zweispurig, so in dieser Breite. Ab und zu mal in Kurven geht es ein bisschen auseinander. Und der Deutsche Tepp, der hat halt so eine dreispurige Straße, recht breit, hoch zu zwei Spuren, runter eine, damit halt hoch zu langsamen Fahrzeugen überholt werden können. Wie gesagt, das ist halt immer ziemliches Geknatter und Dieselwolken. Das ist halt weniger schön. Und hier hält es in Grenzen, also hier fährt ja fast kein Auto, fahren nur diese Mopeds und ja, die hält sich in Grenzen, also das ist ja noch harmlos. LKW habe ich jetzt einen gesehen, so ein Tanker, so ein Heizöllaster, der kam runter. Ansonsten ist es echt erträglich hier und alles grün. Nachteil noch hier, dass halt der Gipfel meist im Nebel liegt. Man hat also eine Aussicht. Aber ja, wenn man nochmal Höhenmeter sammeln will, du kannst halt über den Berg drüber auf die andere Seite runter. Und dann nochmal 500 Höhenmeter hoch, dann hast du da 1000. So wie am Deutsche Tepp, wenn du weiter willst. Auf dem Doi Pui, da hast du dann deine, was war nicht, 1000, 1100, 1200. Aber du musst halt den Zelten dann wieder runterrollen. Gut, musst du hier auch, aber das ist halt ein bisschen Abwechslung. Kannst du die andere Seite runter, hast du ein wenig anderes Relief und andere Aussichten. Ja, das ist so der Vergleich. Ich sage, mir gefällt der Pass hier besser. Insgesamt, wenn ich alles so vergleiche, lässt sich einfach schöner fahren. Und ja, das ist so mein Fazit zwischen beiden Bergen, die ziemlich ähnlich sind. Und Länge. Ich habe jederzeit hier den Haiwan Pass bevorzugen, schon allein wegen den Ausblicken.